Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Civilization 5. Ja, hallo, du super Englisch sprechender. Hi, willkommen zurück auch bei mir bei Let's Play Together, haben wir letztes Mal gesagt. Let's Play Together, ja, so heißt der Spielstand auch. Und ich mir jetzt im Abspeicher. Also so, ich weiß gar nicht mehr, wie der aktuell. Ja, okay, ich bewege mich einfach. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wohin ich wollte. Ich bin hier bei Antwerpen. Da unten sind, ja, egal, ich laufe dem mal entgegen. So, nächste Runde. Was habe ich hier? Eine unbekannte Zivilisation hat begonnen, ein Götterpantheon zu verehren. Ah, ja. Ja, ich weiß auch, was das ist. Also okay, und ja, ich habe jetzt ja schon meine ersten Runden hinter mir, also meinen ersten Weltsieg hatte ich schon, meinen ersten Sieg, wie der Lasi, ja, sagen wir so, arbeiten musste. Und ich Schüler, ich hatte natürlich Zeit, und daher habe ich sie schon mal durch. Wir machen das so, und zwar werde ich dir nichts sagen, außer du willst irgendetwas explizit wissen. Okay. Das heißt, ich werde dir keine Fragen beantworten wie, was mache ich jetzt am besten? Ja. Das werde ich dir nicht sagen. Ich werde dir, wenn du sagst, was macht das Symbol, das und das und das und das? Und was für Auswirkungen hat das, wenn ich das und das und das und das mache? Also wirklich genaue Anweisungen, wo ich nicht im Allgemeinen antworten kann. Ja, wie du willst. Ja, weil so bleibt es für dich spannend. Für mich spannend und für dich wird ja nicht der Spielspaß verdorben, weil ich schon alles weiß. Okay. Gott, mich verfolgt da so ein Ruder. Ein Pole. Toll, muss ich hier um Palenque rumlaufen. Palenque hat nämlich schon das Gebiet sehr weit ausgedehnt. Ja, du musst schauen, wie weit es unten dann noch weitergeht. Ja, ich laufe ja dann irgendwie so halb rum. Aber hatte ich nicht noch eine andere Einheit? Ich glaube, die läuft noch gerade. Da sind sie. Ach so, ja. Und wenn du deinen Forschungsbildschirm, das ist, sage ich jetzt schnell wieder, oben links wird auch immer die Forschung gestanden, ne? Ja. Dann klickst du oben links auf den Pfeil nach unten. Ja. Und dann klickst du auf die Laborflasche. Genau, dann bin ich auf Forschungsinfo. Genau. Ich wollte nur sagen, wie du es wieder bekommst. Ach so, ich verstehe. Naja. Das ist gut zu wissen. So. Bauen. Auch ein neuer Götterpantheon. Schön für euch. Ja, gerade kam da wieder was Neues rein, ganz genau. Aha. So. Ihr seid am Zug. Es ist schön, dass ich am Zug bin. Hast du deine Forschung geändert oder warum dauert das hier zu lange? Ich habe keine Ahnung. Was erforschst du gerade? Schrift. Deswegen dauert das so lange. Ach so. Ja. Sag das doch. Ja, nein, warte, dann gehe ich auch auf Shift. So. Ach, jetzt ist eine 5 draus geworden. Sehr gut. Ja. Einheit benötigt Befehle. So. Ja, wie gesagt, noch ist das ja alles sehr einfach, wenn man immer hier nur eine Einheit hat, die man hier bewegen kann und die Stadt wächst und gedeiht, glaube ich. Was? Okay, jetzt gebe ich dir doch mal einen Tipp. Bau einen Bautrupp. Warum will ich einen Bautrupp bauen? Schau dir mal mein Land an und schau dir mal dein Land an. Ja, warte mal. Wahrscheinlich habe ich noch gar nichts. Ja, du hast da schon einiges angebaut, hast du da und genau. Sonstiges. Okay, ich hatte jetzt die bessere Startposition, muss man sagen, weil ich mehr Sachen bei mir drin hatte. Ich habe zum Beispiel hier Zucker, ich habe hier Pferde, ich habe hier Räucherwerk, ich habe hier nochmal Zucker und nochmal Zucker. Und du hast bei dir nur Marmor. Marmor wird später ziemlich in einer gewissen Epoche ziemlich nützlich. Und das heißt, bau dir einen Bautrupp und schick gerade dabei. Genau, und schick den dann mal dahin. Und wohin? Zu dem Marmor. Und dann kannst du, dann wird es dir vorgeschlagen, was du bauen sollst. Ah, okay, verstehe. Genau. Und ja, dadurch, dass ich jetzt schon alles weiß, weiß ich jetzt schon, was ich machen muss und so. Und ja gut, das ist natürlich für dich. Extrem. Ja, ich wollte schon sagen. Aber wenn du mal rechts an der Seite schaust, siehst du, dass wir in einem Team sind. Ja, das ist auch wiederum gut. Behaupte ich jetzt mal. Ich unterstütze dich immer. Mit all meinen Mitteln.
Ja. Ach genau, ich könnte mal. Ich habe auch was gefunden. Das ist auch gut zu wissen. Du kannst, wenn du. Du hast doch irgendwo Speer rumlaufen, ne? Ja. Wenn du die auf die klickst, ist doch diese linke Leiste da. Ja. Und da ist unten so ein Zahnrädchen dran. Ja, jetzt allerdings nicht mehr. Jetzt gehen da so zwei Dinger auf, ne? Theoretisch ja, praktisch nein, weil ich schon am Ende des Zugs bin. Achso, okay. Dann machen wir es, wenn du nicht am Ende des Zuges bist. So. Weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich habe das hier nämlich eben auch schon zumindest so einen Befehl gegeben. Genau, da kann ich nämlich jetzt hier Zugmodus oder nichts tun oder Bereitschaft, bla bla blub. Nein, und nee, unten ist so nochmal so ein Zahnrädchen, ne? Oder so ein Ding unten? oder in diese Leiste da, meine ich. Ist das unterste Symbol irgendwas? Das sollte doch mal sowas aufklappen. Ja, da steht jetzt Speer bei mir. Warte kurz. Wo ist er denn? Unten so ein Pfeil. Drei Pfeile oder vier Pfeile sind es. Ja, genau. Mhm. Geht der was auf? Nö. Nö. Glenn zu sehr. Ach doch, sag das doch. Ja klar geht da was auf. Genau. Und zwar, das obere. Damit erkundet jetzt deine Einheit automatisch alles, was frei ist. Nee, das ist erkunden automatisch, aber bei Verschanzen ist das obere bei mir. Achso, das habe ich nicht. Das Ja gut, dann gehe ich mal auf erkunden automatisch. Genau. Finde ich nämlich gut. Das, dann läuft ja automatisch und du musst dich nicht mehr drum kümmern und ja, es ist an sich ganz angenehm. Was ist das denn? Wird später eh nicht zu unserem Hof. Buenos Aires. Ja, da will ich doch gar nicht. Wer ist denn Buenos Aires? Irgendwer, ne? Buenos Aires ist ein... Wo war Buenos Aires? Oh Gott, wo war das? Ach, hier ist der Stadtstaat da oben. Ja, die sagen mir jetzt hier, dass ich irgendwas machen soll. Nein, nein, muss... Noch sind die Stadtstaaten relativ nichtig. Also, na gut, dann würde ich erstmal schließen. Na gut, okay. Ja. Kann ich rauswerfen? Ich muss aufpassen, dass ich da nicht ab und zu draufklicke. Okay. So. Ja. Ja gut, das heißt, ich kann jetzt hier erstmal nur abwarten, dass irgendwann mein Bautrupp fertig wird. Genau. Ach ja. Ach ja, ne? Und das Spiel rät dir auch am Anfang, wenn du da an der Seite guckst bei den Produktionen und alles, musst du jetzt nicht, weil du musst das für die Produktion ändern, aber da steht immer, was dir so empfohlen wird. Mhm. Ja. Ey. Kann ich das irgendwie umsetzen? Nein, geht nicht. Schade. Okay, goldene Zeitalter ist vorbei. Ihr habt die Schrift entdeckt. So, und... ja, ihr habt die Schrift entdeckt nochmal. Doof. Und ihr habt eine Gegnung mit Stadtstadt Katamundo. Mundo hungrig. Okay, Mandu heißt es eigentlich. Aber... Ja, was wollen wir jetzt? Speer, Bogenschützen, Bibliothek, Spawnspeicher. Langweilig dich gerade, ne? Ist gerade noch nicht wirklich, nö. Noch nicht? Ich sehe hier nur, dass ich hier irgendwas kaufen kann. Warum kann... Ach so, weil ich noch nicht genügend Gold habe, kann ich also jetzt den Bautrupp noch nicht kaufen. Verstehe. Okay, Forschung wählen. Was machen wir denn jetzt? Ach ja, stimmt. Müssen wir ja auch noch machen. Das Rad oder Philosophie. Oder Bergbau. Stimmt, Bergbau wäre doch mal interessant. Ich gehe auf Bergbau. Genau, so. Weil wenn wir dann nämlich auf... Gott, wo kommt denn das da unten? Auf Steinmetzkunst gehen, wird, glaube ich, deine... dein Marmor wichtig. Oder kommt Marmor ja. Erst später? Nee, Marmor kommt erst... Na, das kann ich ja nicht sagen. Ich schau kurz mal. Da, Eisenbearbeitung, Maschinenbau, Mathematik, Währung, Gilden... Nein, Moment, hä? Nein, nein. War das schon? Dann wird wahrscheinlich doch schon da dein Marmor schon wichtig. Ja, vielleicht. Ich mache mir auf jeden Fall jetzt gerade ein Pantheon. Glauben, Kultur von Schreinen. Ja, ich bin ja, wie gesagt, sehr kulturgläubig und, ne? Mhm, ja, okay. Das habe ich ja jetzt mal so gesagt. Du hast, Pantheon gegründet, hier. China hat begonnen, einen Götterpantheon zu verehren. Ahnenkult. Okay. Schöne Wahl. Mhm. Ja. Sage ich auch. Achso, okay. Ich muss nur noch erzählen für die Zuschauer. Es gibt verschiedene Sachen von Siegen. Es gibt 5 verschiedene Siege. Das eine ist der militärische Sieg, heißt, du hast alles eingenommen.
Das gibt's überall. Dann gibt's den politischen Sieg. Das heißt, du gehst später an der Seite Diplomatie und dann über den Weltkongress. Lässt dich zum Weltherrscher krönen über die Politik. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann die dritte Möglichkeit war kultureller Sieg, irgendwie so. Und 4 und 5 sind mir entfallen. Okay. Deswegen, ja. Und irgendwer will Geld von uns. Ja, wie immer eigentlich. Also, sollen sie mal wollen, sage ich ja, mal. Ja, ne? Genau, weil die sind, also, an sich glaube ich noch nicht wichtig. Jo, nächste Runde. Ja. Warten auf Spieler. Ah, okay. So. Dann sagen, das... Ruinen entdeckt. Wir hatten hier Ruinen, nach die da hinten. Ich habe Ruinen entdeckt. Ha, meine Ruinen! Du das? Du bist das, genau. Meine Ruinen. Haha. Ja, wir sind und so parallel. Also wir decken vor uns zusammen. Ja, natürlich. Ja klar, weil sonst. Ne. Ist ja ein Team. Genau, eben. Deswegen, ja. Nein! Diese Wichser! Das darf ich nicht sagen. Nee, das darfst du nicht. Du hast nichts gesagt. Nein. Diese Kanacken. So, was wollen die denn? Die haben mir die Ruinen weggeschnappt. Warum? Die sind einfach vor mir draufgelaufen. Ruinen sind frei für alle. Wer als erstes dort ist, der hat's. Ja, richtig. Das ist scheiße. Es ist doof. Okay, es ist nicht sondern es ist doof. Wir müssen aufhören, sowas auf YouTube zu sagen, sonst kommt noch die NSA vorbei. Meinst du? Mein ich, ja. Meinst du? Mein ich, okay. Bergbau entdeckt. Juhu, Bergbau finde ich super. Das heißt, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Steinmetzkunst, da kann ich nämlich gleich was mit dem Marmor anfangen. Ja, dann machen wir doch mal ein Steinmetzkunst. Du bist vor mir, das kann nicht sein. Warum bist du vor mir? Weil ich besser bin, wahrscheinlich. Warum bist Vermutlich. Du? Wie kannst du vor mir sein in den Punkten? Oh. Ja, das weiß ich doch nicht. Aha. Ich weiß es, meine Stadt wächst nicht. Warum wächst meine Stadt nicht? Keine Ahnung. Ich brauche einen Kornspeicher, glaube ich. Einheit benötigt Befehle. So, nächste Runde. Ihr seid am Zug. Antwerpen sucht Investoren. Ja, Mailand sucht auch irgendwie Investoren. Sollen die mal schön Investoren suchen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ach, ich habe Nahrung. Bevor ich hier nicht irgendwie besser bin, lasse ich die mal ihre Investoren suchen. Genau. Ihr seid am Zug. Und ich muss immer noch abwarten, dass hier irgendwas passiert. Ja, ich bewege auch gerade nur einfach meine Truppen hin und her. Okay, dann gibt's... Okay, nein, ich erzähle dir nichts. Ich erzähle dir nichts. Okay, erzähl mal nichts. Du musst dir die richtigen... Oh, Entschuldigung. Du musst dir die richtigen Fragen stellen. Okay. Wie viel ist 1 plus 1? 3. Richtig. Was? Kann Politik einführen. Ah, nochmal neu. Kann ich da draufklicken, wie ich will. Was? Wo? Was? Hä? Der Stadtstaat Antwerpen sucht Polen. Ja, da sind die Pole offen. Oh, ja, da ist dann Polen offen, ja. Nein, da sollst du, wenn du Polen entdeckst, bekommst du da. Also. Finde ich gut. Peking hat verlangt Ressource Zitronen. Also die möchten hier Zitronen haben von mir. Jetzt musst du mit irgendwem handeln, dass du Zitronen bekommst. Oder eröffnest eine neue Stadt, wo Zitronen drin sind. Mhm. Oder du scheißt einfach drauf und ignorierst es. Na, ich will da aber nicht drauf scheißen.
Dann musst du Siedler bauen und dir eine neue Stadt kaufen, oder du gehst mal in...